Und im Vergleich zu gestern Abend schaut es heute so aus. Nur noch drei Momos da. Ja, also heute Nacht war hier für mich viel los, waren sehr viele da, die hier übernachtet haben, weil der Platz ist hier nämlich kostenfrei. Und nicht schlecht. Ja, also es war sehr ruhig alles. Und ja, man kann hier sehr gut übernachten. Und jetzt gehen wir in den Dom rein, in den Vulkandom. Ja, das wollen wir heute machen. Mal schauen, ist bestimmt interessant. Genau. Oben oh, hast du einen Verständ. Jawohl. Ah. Geh auf. Ja. Muss erst gucken mit dem Netz. Kompliziert. Hier ist die Bildschicht vom Lachaseevulkan von vor 13.000 Jahren. Und hier kommt dann die Basaltschicht von dem Wingertsbergvulkan von vor 200.000 Jahren. Und hier unten drunter, das ist gar nicht mehr mit drauf, liegt nochmal Hartbasalt, der ist von vor 300.000 Jahren, auch vom Wingertsbergvulkan. Für die Fußgänger steht hier ein Aufzug zur Verfügung. Wenn Sie da aus dem Fenster gucken, da vorne drauf sehen, dann kriegen Sie gleich wieder den Schacht. Ah, super. Thank you.
War es anstrengend? Nö. Nö? Mit dem Fahrstuhl ging's. Ich musste 150 Stufen hoch und runter. Anstrengend, ja. Aber interessant, oder? Jo. Und ich mache jetzt gerade auch die Erfahrungen auf Insta rein. So. Also wenn ihr was sehen wollt, dann müsst ihr auf Instagram schauen. Da haben sie wahrscheinlich dann schon, bis sie den Film sehen. Würde ich sagen, das ist eher was für Kinder. Oder? Ja. Ja, schön, das sage ich ja für Kinder. Heißt doch gut. Schön. Kann man es anschauen? Ja, toll. Ja, anschauen. Geht da wieder runter. Jawohl. Das geht wieder runter. Oh, schön. Und die anderen Töpfle? Das schlicht. Schimmer. Da geht's auch. So schön. Gut. Ja. Da haben wir also das Bergwerk. Und das ist der Keller, in dem wir gerade gewesen sind. So. Da sind die Mühlsteine. Da ist die Ossi. Schönes Modell, was die hier gemacht haben. Sehr anschaulich, kann man sich alles gut vorstellen. Ja, und da wird der Pims abgebaut. Ja. Da findet eine fiktive Nachrichtensendung statt über einen Lava-Ausbruch. Aber die Ossi hat ja nichts anderes zu tun, als zu telefonieren. Die Ossi ist nämlich heute ein Geburtstagskind. Hier bei der fiktiven Nachrichtensendung ist übrigens Filmen verboten, damit man keine Panik in Deutschland auslöst. Das ist eine fiktive gestellte Nachricht. Genau, aktuell, aber mit der Uhrzeit eingeblendet von heute und in Datum von heute. Und alles im Umkreis von zig Kilometern ist verwüstet um den Lacher See. Genau, so wird es dargestellt. Sollte mal wieder ein Vulkanausbruch sein, was ja eigentlich, glaube ich, jetzt nicht absehbar wäre. Aber ich denke, die zeigen jetzt einfach die Folgen, die daraus entstehen würden. Wird gesagt, oder? Ich könnte auch Nachrichten sprechen. Umso älter du wirst, umso besser drückst du dich aus. Oh, das ist ja wieder so lieb heute zu mir. Also gehen wir weiter, komm. Und durch den Bergsturz wurden die Ufer unzugänglich. Er zögerte einen Augenblick. Ja, also springen wir mal. Ja, springen wir mal, dass man das sieht. Jetzt springen wir mal. Aha, nur. Aha. Habe ich jetzt ein Abbeben ausgelöst? Ein Vulkanausbruch. Aha. Das ist ein Seismograf. Für Erdbeben, ja? Oder? Ja, ein Vulkanausbruch. Ja. Also doch nicht nur für Kinder das Museum. Ja. Das ist halt wieder typisch Hilde, ja? Immer erst
herreden und dann gucken. Das wurde sehr sympathisch gesagt, oder was ich. Jetzt kommt der Countdown. Ich bin gespannt. Oh, noch kein rotes Gefühl. Ah, jetzt. Der Blick von einem Hügel, keine 2 Kilometer von hier, zeigt die Urlandschaft unendlich. 200.000 Jahre ist es her. Und es ist plötzlich wird dieser Morgen jäh zerrissen. Von über 100 Kilometer pro Stunde. Favorisierten Stellplatz in Deudesfeld. Ganz toll stehen wir da. Müsst ihr euch mal anschauen. Wenn ihr mal in die Gegend kommt, dann kommt mal da vorbei. Im Sommer noch besser, weil da gibt es dann auch die Versorgung und Entsorgung. Das ist im Moment nicht gewährleistet. Aber bei uns ist alles drinnen und alles draußen, was rein und oder was raus muss. Und wir haben unser erstes Video online gestellt und haben dafür viele nette Kommentare bekommen. Schon mal vorab vielen Dank. Jetzt werden wir uns dann gleich hinsetzen zu beantworten und jetzt kommt's, aufpassen. Es wird heute von dem Geburtstagskind höchstpersönlich beantwortet, nämlich von der Ussi. Die Ussi hat nämlich heute Geburtstag, also alle Antworten kommen heute von einem Geburtstagskind. Oh, oh. Und da muss ich mich aber anstrengen. und bevor wir beantworten, müssen wir erst was fürs leibliche Wohl tun. Langsam bekomme ich nämlich Hunger. Jawohl, bei uns gibt es keine Geburtstagstorte. Nein. Sondern bei uns gibt es Geburtstags-Sauerkraut, Geburtstags-Schinken und Geburtstags-Schupfnudeln. Wisst ihr, wie die Schupfnudeln bei mir zu Hause heißen? Da heißen sie Bubenspitzle. Da hast du sich schon die ganze Zeit drauf gefreut, das zu sagen. Ja, muss man doch, oder? Ja. Also die Schupfnudeln, / Bubenspitzle, schmecken lecker. Werden aus Kartoffeln gemacht. Genau, mit Sauerkraut und mit Speck. Ja, und das Schöne ist, der Helle kocht jetzt. Jawohl, mach mal. So, das war unsere schnelle Wohnmobilküche. Ich freue mich drauf. Jawohl, so sieht das Ganze aus. Schmeckt natürlich extrem lecker. Mmh.
war ganz einfach zu machen. Und das Bier dazu hat auch geschmeckt. Schmeckt ja immer noch. Genau, geht so schnell, dass das Bier gerade leer ist. Ja. Genau. So, und jetzt wollen wir mal essen. Und bis nachher. Ja. Also, meine Lieben, heute ist wieder ein neuer Tag. Jawohl. Wir werden jetzt diesen Stellplatz hier verlassen in Deudesfeld. Den haben wir euch ja schon gezeigt. Den verlassen wir jetzt. Natürlich müssen wir jetzt noch unseren Gustl fahrbereit machen, aber das machen wir jetzt gleich. Und für heute haben wir uns überlegt, wir fahren nach Wallenborn, gell? So heißt es. Nach Wallenborn. Da gibt es nämlich einen Kaltwassergeysir. Und was es damit auf sich hat, das wollen wir uns jetzt einfach anschauen. Oder? Genau, Ossi. Ja, Helle stimmt mir zu. Ja, aber jetzt müssen wir aufräumen, die ganze Sauerei da. Klar, wir sind noch nicht ganz abfahrbereit. Es dauert noch ein paar Minütchen, aber wir haben ja schließlich Zeit. Also, bleibt dran. So, wir sind ja hier in der Vulkaneifel, in dem Land der Geysire und der Magma. Und da ist der Geysir in Wallenborn. Also so genau wie die Funktionsweise ist, ist ein chemischer Prozess, den hier auch etwas durch ein Rohr, was sie eingesetzt haben, wohl nachgeholfen wurde. Und das ist ungefähr das gleiche Verhältnis, wie wenn ihr eine Sprudelflasche nehmt und diese schüttelt. Und dann den Deckel wegmacht und dann bricht der Sprudel aus. So in etwa habe ich das gelesen, ist hier auch. Also durch die Kohlensäure. Richtig. Funktioniert ich habe das fotografiert und ich werde das vielleicht einblenden, damit man das nachvollziehen kann. Also dieses Wallenborn, dieser Geysir. Also Wallenborn, der Geysir, der ist hier. Aha. Wenn man sieht, hier ist Daun und hier ist Wallenborn. Und Gerolstein? Hier. Jawohl. Mit dem leckeren Wasser. Und der Nürburgring? Oh. Kellberg, wo wir die erste Nacht gestanden haben, ist hier. Und da ist der Nürburgring. Ah ja. Gut. Haben wir alles erklärt? Ich denke, wir haben alles erklärt. Gut, dann lachen wir rein. Und am besten, ihr kommt alle selber her und schaut es euch an. Genau. Ist interessant, empfehlenswert. Uns hat es auf jeden Fall gefallen. Sehr gut gefallen. Ja.
schauen wir, ob der rote Punkt dran ist. Lass noch weiter. Und dann schauen wir, ob der rote Punkt dran ist. Von vorne? Ja, oder? Von vorne nochmal. Mhm. So, zum Abschluss unserer kleinen Reise in die Vulkaneifel stehen wir hier jetzt noch in Ulmen, am Ulmener Maar. Ja, das ist das jüngste Maar, das ist nämlich nur 9500 Jahre alt. Ja. Mhm. Und hier kann man auch schön drumherum wandern, sind nur ungefähr 1,5 Kilometer. Also bietet sich an, es wäre ein kleiner Spaziergang. Ja. Das Maar selber ist etwas unter 40 Metern, hat es Wassertiefe. Es ist ein Trinkwasserreservoir für mehrere Gemeinden, wird es genutzt. Und man darf da drinnen schwimmen und auch angeln. Sind wir nämlich angeschrieben worden bei unserem ersten Bericht, ob man da drinnen schwimmen darf. Darf man, es gibt sogar Badeanstalten an manchen Maren und an diesem jetzt nicht so, wie wir das gesehen haben, aber man darf da reingehen zum Baden. Mhm, genau. So, und das ist jetzt eigentlich der Abschluss von unserer Vulkaneifel-Tour. Ja, es waren sehr schöne Tage hier in der Vulkaneifel. Ja, es war sehr interessant. Ja, wir können euch nur gratulieren zu der schönen Gegend, in der ihr wohnt, liebe Vulkaneifeler. Ja. Ja, also es war nicht nur interessant, sondern auch sehr abwechslungsreich. Ja. Man kann hier sehr viel unternehmen, man kann hier sehr viel wandern, Fahrrad fahren oder einfach auch Besichtigungen machen. Ja. Und also, sich gut erholen dabei. Wir waren jetzt im Februar hier und das Gute, es war ein milder Februar. Aber es war sehr angenehm, weil auch nicht so viele Touristen da gewesen sind. Ja, das ist natürlich das Schöne. Man findet überall Parkplatz. Ja, und man kann was unternehmen, auch wenn das Wetter mal nicht so toll ist. Ja. Wenn das Wetter schön ist, natürlich wandern, Radfahren, das ist ganz klar, bietet sich an. Aber auch wenn es mal regnet, bietet die Vulkaneifel einiges. Und wir haben bei weitem nicht alles gesehen, was man hier sehen kann. Nee, also ich denke, die Vulkaneifel ist eine zweite Reise wert. Jawohl, also es war sehr schön hier, uns hat sehr gut gefallen. Wir hoffen auch, unsere Berichte haben euch gefallen darüber. Wenn das so ist, dann könnt ihr auch ruhig einmal einen Daumen wieder nach oben geben. Ja, so, ja. So geht es. Ja. Ja. Das ist immer der Applaus für den Videomacher. Ja. Wir freuen uns darüber und wir freuen uns auch, wenn ihr uns schreibt, was wir besser machen können, was wir gut gemacht haben und was euch gefallen hat, nicht gefallen hat und eure eigenen Erlebnisse und. Auf jeden Fall, wir fahren jetzt weiter. Ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage jetzt einfach tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, wenn die Ossi tschüss sagt, sage ich auch tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.